Ja, hallo, liebe Freunde vom YouTube-Kanal. Heldenhaft, der ist ja nun mit Radabenteuern beschäftigt. Ja, ihr habt's mitbekommen. Zum zweiten Mal habe ich die Iran-Reise mit dem Fahrrad abgebrochen. Den Hauptgrund habe ich euch genannt. Das war ja der Diebstahl von meinem Handy, also der Fotokamera. Und direkt am ersten Abend. Jetzt will ich euch genauer erklären. Habt noch ein bisschen Geduld. Nach dem Intro geht's los. Ja, liebe Freunde vom YouTube-Kanal Hänger, das war's also, ne? Die so schön geplante und lang geplante Reise in den Iran. Beim ersten Mal ist es gescheitert, weil mein Gepäck nicht ankam. 2,5 Tage auf dem Flughafen in Teheran gewartet. Tja, und dann durfte ich nach Hause fahren. Und jetzt beim zweiten Mal war es eigentlich fast noch dramatischer. Und das ist echt erschütternd. Ich erzähle euch, wie es angefangen hat. Irgendwie stand die ganze Reise unter einem komischen Stern. Fing schon damit an, dass ich mein Visum für den Iran tatsächlich 3 Stunden vorher erst erhalten habe, also vor Beginn des Fluges. Das war schon Dramatik pur. Das wäre schon gut gewesen, da abzubrechen. Dann der Flug dahin war alles in Ordnung. Adrian hat mich mal wieder empfangen, den werdet ihr bald kennenlernen durch den ersten Film von der ersten Reise im Iran. Und der hat mich da empfangen und wir sind dann, wir haben uns verabredet, dann haben wir uns verabredet, in seiner Heimatstadt Trabant. Ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, bei Glut, Hitze, 40 Grad, die Leute todmüde von dem Flug. Todmüde natürlich und entkräftet dadurch, dass ich 9 Monate nicht Fahrrad gefahren bin. Und dann irgendwann habe ich die Stadt doch erreicht, habe dann da Adrian getroffen. Adrian und ich, gut gemeint alles. Gib ihm mir in der Stadt einen Gaskocher besorgen, weil es die Gasstation für meinen Kocher da nicht gab. Der besorgte mir ein bisschen Tabak, der besorgte mir Geld, also im Tausch auf dem Schwarzmarkt natürlich, und der besorgte mir dann auch eine Luftpumpe, die dringend nötig war, weil ich die natürlich zu Hause vergessen habe, wieder so ein schlechtes Ding im Vorfeld, dass ich sowas vergesse. Naja, okay. Dann hat er mich überredet, ich soll bei seiner Mutter übernachten. Und da ging dann irgendwie die Katastrophe los. Weil die Mutter hatte mich eingeladen, dort zu übernachten und dann am frühen Morgen dann frisch loszufahren. Ich wollte erst nicht, habe dann aber nach ganz starken Drängen vom Adrian, habe ich dann zugesagt. Blöde war nur, wir standen im Stadtzentrum von Trabant und sein Wohnort in Trabant, also eine ziemlich große Stadt, lag 8 Kilometer weit entfernt. Wir also gelaufen bei brütender Hitze. Er teilweise gejoggt, ich mein Fahrrad geschoben, teilweise gefahren, nach 1,5 Kilometern dann nicht mehr gejoggt. Jo, dann sind wir 5 Kilometer gelaufen, ich war völlig entkräftet, völlig am Ende. Da telefonierte Adrian auf einmal sehr lange und da teilte ihm die Mutter mit, ich will nicht, dass der Helge hier übernachtet. Ja, worst case für einen Fahrradfahrer, ja, es war Abend, du hast dich schon darauf vorbereitet, wow, toll. Jetzt kannst du endlich eine gute Übernachtung haben. Jetzt war Alternative gefragt. Und zwar bin ich zurück in den Stadtkern von Trabant gefahren. Und da passierte Folgendes. In Trabant musste ich dringend zur Toilette. Ich habe bei Zivilisten nachgefragt und die haben mir gesagt, jo, da hinten auf einer Straßenseite, da gibt es eine Toilettenanlage in Verbindung mit einer winzigen Moschee, da kannst du auf Toilette gehen. Ich mein Fahrrad vor der Toilette abgestellt. Innen drin ein kleiner Gang mit einem Schreibtisch, ja, ich sag mal mitten im Weg und ein Korb, wo Geld gesammelt wurde, Kleingeld, für diejenigen, die auf Toilette gehen wollten. Helge ging rein und da standen 2 Jungs. Einer stand hinter dem Schreibtisch und der andere stand irgendwo so im Gang. Ich dachte, jo, das sind die Kiddies, die arbeiten hier und die sammeln das Kleingeld ein. Habe ich denen noch gesagt, liebe Leute, achtet ein bisschen auf mein Fahrrad nach dem Motto, da, okay, schien vertrauenswürdig. Mein Handy habe ich mit auf Toilette genommen. Den Toilettenbesuch abgeschlossen. Dann ging ich wieder raus, stand an meinem Fahrrad und dachte, gib den Jungs doch mal ein bisschen Kleingeld, ne, damit sie was verdienen. Ja, und das Kleingeld in meinem Brustbeutel nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt such mal dein großes Portemonnaie. Ne, da wirst du schon Kleingeld finden. Ich hatte nämlich 2 Geldbörsen, weil ich das Geld aufgeteilt habe. Jo, und in dem Moment, als ich danach suchte, sprach mich der eine Junge an und stellte sich genau zwischen Fahrrad und mir, wo ich mein Geld gesucht habe. Und der andere Junge, so ein einfacher Trick, ne? Der war so schlau,
und hat das Handy, weil ich eben kurz auf die Fahrrad hinten abgelegt habe. Ich dummer Hund, da war natürlich der riesengroße Fehler, nicht mal eine Sekunde das Handy aus den Augen lassen. Aber ich wollte ja zur Geldbörse greifen und habe mich das Handy in der Hand gestört, als er das aus der Fahrradtasche rausholen sollte. Jo, da hat der zweite zugegriffen. Dann hat der erste mich noch kräftig unter Druck gesetzt mit irgendwelchen Gesprächen, Englisch oder irgendwas Persisches, keine Ahnung. Jo, dann war der auf einmal futsch und keine 10 Sekunden später merke ich, mein Mobile-Phone ist weg, mein Handy ist weg. Ja, und das war die allerhöchste Frust, neben dem ganzen Frust mit der Übernachtung, mit der Hitze, mit der langen Hose bei Hitze, um echt zu sagen, Leute, der Iran meint es nicht gut mit dir, pack deine Sachen und fahr nach Hause und such dir ganz andere Strecken aus. Ja, liebe Leute, das war ungefähr der Ablauf von der ganzen Geschichte. Ich bin dann tatsächlich am anderen Morgen nach Hause geflogen. Mit der Erkenntnis, zweimal im Iran gescheitert zu sein und da eine Fahrradtour zu starten. Und eben in Zukunft andere Dinge zu machen und vor allen Dingen nicht mehr allein, weil allein bist du ein Stück weit hilflos. Vor allen Dingen am ersten Tag, wenn du noch völlig unorganisiert bist, nämlich genau diese Schwachstelle haben die beiden Jungs unwissentlich natürlich ausgenutzt. Ne? Wie es weitergeht, das erzähle ich euch im nächsten Kurzvideo, denn ich habe mir schon im Iran eine ganz andere Strategie entwickelt, wie ich in Zukunft Fahrradtouren vollziehe. Wo, wie und wie lange. Aber wie gesagt, das im nächsten Video. Freut euch drauf. Es ist einfach nur angepasst an mein heutiges Leben und konsequent. Ciao, euer Helge.